Hey meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Swell Games auf dem GommaHD.net Server. Ja, nicht GommaHD.dk, sondern GommaHD.net. Der Server hat jetzt einen Relaunch erfahren und hat neue Plugins installiert bekommen. Das heißt aber nicht, ja, hier steht auch schon wieder GommaHD wieder on, yes. Da freue ich mich natürlich auf jeden Fall auch. Das heißt jetzt aber nicht, dass es jetzt hier neue Plugins gibt. Also das bedeutet nicht automatisch, dass hier alle Spielmodi auch weg sind. Es gibt hier immer noch Survival Games, beziehungsweise es gibt, oh, Holzschwert, sauber. Es gibt auch immer noch Mein Mafia. Es gibt alle Spielmodi, die es zuvor auch gab. Aber was Neues ist ein ganz bestimmter Spielmodus, der sich RM nennt, was die Abkürzung für Rage Mode ist. Also der perfekte Spielmodus, wenn man so richtig ausrasten will. Zu dem Spielmodus kann ich nicht viel erzählen. Wer Stock und Stein kennt, das ist ein Spielprinzip aus Call of Duty, der wird, denke ich mal, diesen Spielmodus auch kennen. Ich kenne, ja, beides nicht wirklich gut. Deswegen sagt mir das nichts. Aber auf der Website stand halt, dass es so ähnlich ist wie Stock und Stein aus Call of Duty. Vielleicht sagt das einigen mehr. Oder vielleicht sagt es einem auch weniger, so wie mir. Auf jeden Fall, oh, guck mal, der hat sich gerade neue Sachen geholt. Den werden wir mal direkt vernichten, wunderbar. Oh, zwei Diamanten. Oh, und einen sofortigen Gesundheitstrank. Und ganz viele Eier. Yeah, das braucht man. Auf jeden Fall werden wir vielleicht jetzt probieren, auch Sticks zu kriegen. Denn mit den Sticks könnten wir dann natürlich ein Diamantschwert craften. Wäre auf jeden Fall geil. Und ja, nochmal, um auf Rage Mode zu sprechen zu kommen. Ich werde, denke ich mal, irgendwann, ja komm, du hast keine Chance gegen mich. Irgendwann, wenn denn dann mal die Lust besteht und ich Zeit dazu habe, Rage Mode austesten. So, guck mal, hier haben wir doch noch eine Kiste. Oh, Diamantstiefel, schön. Da werde ich, denke ich mal, sicherlich irgendwann mal Rage Mode austesten. Aber jetzt, ja, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so die Lust dazu. Ich möchte erstmal wieder schön viele Runden Survival Games spielen und auch natürlich Trouble Mine bzw. Mein Mafia ein bisschen was spielen. Aber auch den Spielmodus Zombie Apokalypse, wovon es ja nur 2-3 Ründchen gab auf meinem Kanal, werde ich jetzt demnächst wieder spielen bzw. werde ich probieren, jetzt demnächst eine Aufnahme zu starten, wenn ich dann Zeit habe. Dann haben wir nämlich alle guten Spielmodi, die es hier gab, wieder endlich beisammen und ich kann neue Folgen produzieren, was natürlich eine sehr, sehr schöne Sache ist. So, und bevor ich jetzt hier überhaupt nichts zur Map sage, komme ich jetzt mal dazu, dass wir uns hier auf der Map... Soll ich da hinspringen? Ich komme dann sonst wieder nicht raus. Ach, egal. Ach, ich komme da nicht mal rein. Ja, dass wir uns auf der Map Teveran 1 Survival Games befinden. Und ja, die Map kennt ihr sicherlich ja noch, beziehungsweise ihr kennt sicherlich diesen schönen Sprung hier. Oh, den habe ich direkt beim ersten Mal geschafft. Ja, hier saß ich nämlich schon sehr, sehr lange fest, beziehungsweise, ja, da haben ich und Elaine wirklich sehr lange festgehangen, beziehungsweise, ja, ich war da so eher, der festgehangen ist. Aber es soll ja auch nicht darum gehen, was war, beziehungsweise wer mal irgendwo festhang, sondern es soll darum gehen, dass wir hier in dieser Folge auf jeden Fall mit mega guter Laune und frischem Elan an eine neue Runde Survival Games gehen. Denn der GommaHD.dk Server ist wieder online, jetzt wie gesagt unter der IP GommaHD.net. Und das ist doch auf jeden Fall ein Grund zum Feiern, jedenfalls mehr oder weniger. Was auf jeden Fall auch noch ein Grund zum Feiern ist, ist, dass ich den Typen da hinten töten werde, der wie ein Villager aussieht. Der will nämlich die Kiste bekommen, aber der kriegt die Kiste nicht, weil ich die Kiste schon hatte und er wird elendig sterben. Das habe ich gerade gesagt, als ich ihn getötet habe. Jetzt muss ich hier ja schon wieder rauskommen. Ah, Mist, habe ich nicht bedacht. Egal, was ich auf jeden Fall sagen wollte ist, dass man hier jetzt nicht mehr auch so ein Scoreboard an der Leiste hat, finde ich eigentlich, also eine Seite da hat, finde ich eigentlich schade, aber nun gut. Was soll man machen? Kann man ja schlecht was dran ändern. Jetzt komme ich da wieder nicht raus. Na super, jetzt fängt das wieder an. Ach, bin draußen, super. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn man kein Scoreboard da rechts hat, wie viele Kills man gemacht hat, wie viel Zeit noch ist. Ist in Ordnung. Und was man auch im Killfeed gerade gesehen hat, oder in diesem schönen Chatlog, bei mir stand plus 20, warte, SP? Ja, SP, plus 20 Survival Points. Ich habe keine Ahnung, ob das der neue Score ist oder ob das irgendwie mit den alten Survival Points kombiniert wird. Ich, ja, wenn ich mal so ehrlich sagen darf, scheiß ja auf Punkte. Deswegen ist mir das egal. Aber man kann anscheinend auch wieder fleißig Punkte sammeln. Und was ihr auch gesehen habt, ich bin nicht Jackie179, ich bin der Frank. Ein toller Deckname. Niemand würde vermuten, dass dahinter, ja, Fabio steckt, hinter Frank. Jetzt zurückblickend betrachtet, hören die Namen sich doch irgendwie ein bisschen ähnlich an. Aber nun gut, das ist der perfekte Deckname. Denn man kann sich auch wieder umbenennen, was natürlich ein nettes Feature ist, damit man nicht verfolgt wird, obwohl das bei mir eher weniger der Fall ist.
Da seid ihr ja ziemlich gut, was diese Sache angeht, beziehungsweise ihr seid ziemlich gut im Nichtverfolgen, wenn man das so ausdrücken darf. Hört sich ein bisschen komisch an, aber so ist es nun mal. Also ihr verfolgt mich da nicht, was ich ziemlich gut finde. Deswegen ist das Umbenennen eigentlich ziemlich schwachsinnig. Aber ich will einfach mal die Namen austesten, die man hier so alle bekommen kann. Und ich fand das einfach ziemlich, ja, lustig, dass man hier, dass ich jetzt Frank heiße. Da wollte ich mich auch nicht nochmal umbenennen oder zurück umbenennen. Ich fand es irgendwie lustig. Und der eine hatte auch schon keinen Bock mehr auf die Runde. Der geht jetzt raus. Warum auch immer er keine Lust mehr auf die Runde hat. Vielleicht hat er keine Sachen bekommen. Aber ich habe auf jeden Fall noch Bock auf die Runde, denn es sind dann noch solche Spieler wie Fusselraupe dabei oder Hohlkopfking. Boah, ich finde die Namen von manchen Leuten immer unglaublich. Manchmal unglaublich dämlich, unglaublich kreativ oder unglaublich komisch. Ich meine, wie kommt man denn bitte auf Hohlkopfking? Aber, na gut, ich möchte ja nicht die Namen von irgendwelchen Leuten diskriminieren oder irgendwie hier aufs stark Negativste kritisieren. Ich wollte gerade sagen, greift mich da wer an. Aber nein, das war nur der falsche Hand, den ich bekommen habe. Und der Typ da hinten, der wird von meinen Eiern zerstört werden hier. Ach nee, ist eine Typin. Ja, ist egal. Für die gilt das Gleiche. So, und es leckt total gerade, sehe ich. Oder merke ich. Aber egal, das nutzen wir zu unserem Vorteil und vernichten sie, zerstören sie. Was auch immer ich gerade sagen wollte. Ich habe sie kaputt gehauen, womit ich gar nicht gerechnet hätte, da sie eine Diamantspitzhacke hatte. Aber ich glaube, es lag an den 8 Eiern, die ich weggeworfen habe. Gut, ihr merkt, es geht schon wieder actiongeladen zur Sache. Wenn ich wieder Survival Game spiele, dann bin ich auch mit vollem Elan dabei. Dann geht's richtig actiongeladen zur Sache und Attack Damage 5 hat die Diamantspitzhacke. Ja, dann nehme ich die doch mal gleich. Ist ja auch immer schön in der 1.6 zu sehen, wie viel Schaden die einzelnen Items machen. So, Enderperle und Wurftrank der Gesundheit nehme ich auch mal mit. Sticks oder ein Bogen wäre natürlich schön, damit ich Pfeile verschießen kann oder damit ich mir halt ein Diamantschwert craften kann. Aber nun gut, man kann ja noch träumen, man hat ja noch Wünsche offen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, wenn bei mir wieder hier Survival Games abgeht. Oh, da hatten wir noch mehr Pfeile, ne? Jo, und auch Schneebel auch. Coole Sache, dass es hier solche tollen neuen Items wie Schneebälle und Eier gibt, die komplett nutzlos sind, aber die ich mir wieder zu meinem Vorteil nutzen werde. Indem ich zum Beispiel einfach das hier mache. Piu! Piu! Auf die Fusselraupe. Bam, bam, bam. Zack, zack. Zack, zack. Und da ist die Fusselraupe kaputt. Es lag nur an den Schneebällen. Ja gut, auf jeden Fall hat die Fusselraupe auch Sticks. Cool. Und eine Crafting Bench, eine Workbench. Okay, die kommt man platzieren. Sehr interessant. Kann ich mir dann auch da was craften oder... Okay, nice. Jetzt haben wir Diamantschwert. Coole Sache, da sag ich doch nicht nein. Der wollte sich wahrscheinlich gerade... Nee, er hat sich sogar ein Eisenschwert gemacht. Sehr interessant, aber zu mehr kam er dann auch nicht, weil wir ihn dann vernichtet haben. Er war ja schon durch unsere Schneebälle irritiert und schon eigentlich... Ja, nee, der hat schon eigentlich verloren. Seitdem ihm der erste Schneeball getroffen hat, war das Spiel vorbei. Gut, einen Bogen hat er dennoch nicht für uns. Gut, macht nichts. Was er für uns hatte, was wir uns aber erst craften müssen. Obwohl, einen Eisenhelm mache ich nicht. Ich mache mir mal einen Eimer. So, einen Eimer. Und was konnte ich mir hier gerade machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich mir einfach mal einen Eimer. Finde ich cool mit der Crafting Bench oder mit der Workbench, Werkbank, Crafting Table, wie auch immer. Dass man hier einfach so einen Workbench halt machen kann und mit sich herumtragen kann. Ob das jetzt so gewollt ist oder nicht, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Wäre natürlich cool, wenn das intended wäre, also gewollt wäre. Wieso auch immer mir manchmal die deutschen Wörter nicht einfallen, aber ich die englischen im Kopf habe. Fragt mich nicht. Auf jeden Fall ist das eine super coole Sache, dass es hier so absolut richtig unnütze Items gibt, die ich irgendwie wieder in nutzvolle Items umwandeln kann. Ich kann aus den Eiern was machen. Ich kann aus den Schneebällen was machen. Ich mache eine Uhr zur magischen Uhr. Also, deswegen liebe ich den Gommel-Server einfach. Da weiß der Gommel auch ganz genau, wenn er die Items einbaut, habe ich meinen Spaß dran und werde die irgendwie zu den overpoweredsten Items umwandeln, die diese Welt je gesehen hat. Okay, das war zwar vielleicht ein bisschen dramatisierend, aber nun gut. Auf jeden Fall werden wir dann, denke ich mal, irgendwie hoffentlich mal gleich die anderen Spieler finden. Einen Kompass gibt's, wie ich irgendwie hier feststellen musste gerade jetzt, irgendwie nicht so wirklich. Nee, ich glaube, einen Kompass gibt's nicht. Ja, dann müssen wir irgendwie gucken. Oh, Setu wurde von... Oh, der Hohlkopf-King. So ein Hohlkopf kann er ja anscheinend doch nicht sein. Der hat nämlich gerade einen Kill geholt und ist der erste Hohlkopf-King, Hohlkopf-King 1. Der eine und der einzige, denke ich mal. Und, nee. Ja, gegen Zweier-Team habe ich ja relativ wenige Chancen. Okay, hört zu. Mein Plan ist es,
vernichten wir ein und enderperlen wir uns weg. Irgendwie müssen wir das so hinkriegen. Also wir vernichten ein und nehmen dann die Enderperle zum Wegwerfen oder zum Wegrennen. Oder ich hole mir einen Lava-Eimer. Okay, eröffnen wir den Kampf mit einem Schneeball. Zack. Ah, warte, der war blöd. Zack, 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 zack. Jetzt werden die bombardiert. Oh, jetzt haben sie Angst, oder? Ach, nee, scheiße, sie schlagen zum Gegenangriff an. Wow, Hilfe. Da, ah, die haben ja auch viele Schneebälle. Nee, ich könnte mir einen Lava-Eimer holen. Das wäre nicht taktisch klug, wenn ich einen hätte. Weil der wird schon sehr viel Schaden machen. Kann ich überhaupt... Ja, ich kann was setzen. Ich glaube, ich hole mir einen Lava-Eimer. Weil ansonsten habe ich, glaube ich, gegen das Team keine Chance. Oh, und Logito 111 schaut nun zu. Die werden da auf jeden Fall irgendwas Tolles machen. Ich hole mir aber, komme was wolle, einen Lava-Eimer. Weil mit dem Lava-Eimer habe ich einfach einen sehr großen Vorteil. Denn Lava kann schon sehr verheerend sein und mit der Lava könnte ich ein ganzes Team vernichten. Doch, das könnte ich schaffen. Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee, dass ich mir jetzt einen Lava-Eimer hole. Vielleicht kriege ich durch irgendeinen blöden Zufall ja auch sogar noch... Dings, sagt mal schnell. Genau, dankeschön, Spinnweben. Ich weiß nicht, wieso es mir nicht eingefallen ist, aber gut, dass ihr mich daran erinnert habt. Ja, Fäden, genau, Fäden, Seide, wie auch immer, ihr wisst ja, was ich meine. Um mir einen Bogen zu craften, kommt die hier raus. Nice, ich kann die Seide sogar abbauen. Ach, die Spinnweben sogar abbauen. Sauber, dann kann ich mir gleich auch noch einen Bogen machen. Dadurch habe ich dann natürlich auch noch einen Vorteil. So. Also, weg mit dem Wasser. Her mit der Lava. So. Das ist natürlich eine gute Sache. Haben wir denn noch genug Sticks? 3 Sticks, sauber. So. Irgendwie so und dann so. Nice. Leute, wir können das noch reißen. So. Die Truhen wurden wieder aufgefüllt. Das ist mir jetzt eigentlich egal. Ich will die nur noch einfach vernichten, denn... Ach, die warten... Ach, die haben am Spawn auf den Refill gewartet. Okay. Okay, aber wir können die vernichten. Wir können die vernichten. Ich bin selbstbewusst. Wir haben nämlich 39 Pfeile, was unglaublich ist. Wir haben auch 6,5 Rüstungspunkte, was auch nicht zu unterschätzen ist. Und wir können uns heilen und uns wegteleportieren. Das ist gar nicht mal so schlecht. Vor allen Dingen auch der Lava-Eimer sollte die schwächen. Also Leute, wir haben Chancen. Wir haben gute Chancen. Schauen wir einfach mal, was wir machen können. Schauen wir mal, was wir machen können. Es ist natürlich Nacht geworden. Oh, sie kommen. Jedenfalls er kommt. Da renne ich erstmal weg und tue so, ah, ich habe Angst, als ob ich keine Chance hätte. Aber insgeheim kriege ich sie dann doch. Ich werde einfach mal hier hochrennen. So, mein Herz pumpt auch schon wieder ganz toll. Weil ich so angespannt bin, weil ich ewig kein Survival Games mehr gespielt habe. So, komm hoch. Komm hoch. Komm hoch. Ich setze die Lava. Wenn er hochkommt, setze ich die Lava. Bitte. Nimm die Lava. Nimm die Lava und lass sie dir schmecken. Nehmt einfach die Lava. Nehmt die Lava und verreckt dort. Nehmt die Lava und verreckt dort. Und wisst ihr was? Ihr kriegt noch gratis Pfeile dazu. Hahaha. Oh, scheiße, ich brenne auch. Kommt her. Kommt nur her. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Eieiei. Der hat seinen Bogen bestimmt gespannt. Nee, hat er nicht. Ach, du kommst auch mit deinen Schneebällen nicht weit. Lol. Die Pfeile treffen ihn ja gar nicht. Jetzt treffen die Pfeile, oder? Ja, komm. Treff doch mal mit deinen Pfeilen, genau. Dadurch habe ich gleich den Hohlkopf-King. Oder? Komm, dadurch kriege ich den vielleicht gleich noch. Das ist gerade eine spannende Sache. Die kommen da nämlich, glaube ich, nicht mehr raus, weil ich die Lava da hingesetzt habe. Komm, ich krieg die. Leute, ich krieg die. Ich krieg die mit dem Bogen. Wow. Scheiße, ey, der hat sogar ein Diamantschwert. Aber ich habe ihn bekommen. Und den Hohlkopf-King bekomme ich auch noch. Yes! Saubere Sache! Wenn das nicht mal Strategie war und wenn das nicht mal eine feine Runde Survival Games war. Schön
der gourmethd.net-Server ist wieder online. Gourmet.net? Nee, gourmethd.net. Der gourmethd.dk-Server ehemals ist jetzt als gourmethd.net-Server wieder online. Und das ist doch auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Oh, Premium? Was? Premium-Bereich? Ja, komm, zeig euch auch noch den Premium-Bereich, während ich mich hier noch selber so richtig feier, wie es gar nicht mehr geht. Nee, auf jeden Fall ist das doch... Was ist denn CW? Jetzt muss ich erst mal noch mal gucken, was CW ist. Ach, Community World. Okay. Was ich sagen wollte, ist doch eine super geile Sache. Zum Serverstart eine feine Runde Survival Games mit einer super genialen Runde. Und wenn das nicht mal Taktik war, Leute, dann weiß ich auch nicht. Also, das war doch mal eine super Runde. Ich hatte schon lange keinen so großen Spaß mehr, muss ich sagen. Also, natürlich habe ich Spaß, aber das war eine super geile Runde Survival Games. Und ich habe mal wieder das Wunder vollbracht. Ich habe die unnützesten Items den größten Sinn ihres Lebens verpasst. Und damit auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Runde Survival Games gespielt, wie ich finde. Ich weiß, ich lobe mich viel zu hoch, aber komm Leute, ihr müsst zugeben, die Runde war doch genial. Und da würde ich einfach mal an dieser Stelle sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, dass euch die Runde genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.